Neueste Analysen zeigen, Medikamente werden immer teurer, Patienten immer mehr und immer kränker. Bei diesem Trend muss man überlegen, ob es sich überhaupt noch lohnt, jeden zu behandeln. Die Charité startet nun ein Pilotprojekt, bei dem Patienten ihre eigenen Start-up-Ideen mitbringen müssen, um so ihre Behandlung finanzieren zu können. Wer im Gremium, das die Start-up-Ideen prüft, nicht besteht, wird nicht behandelt. Aber sehen Sie selbst. Hallo, hallo. Du hast einen Kittel an, du hast eine Bluse an, du bist Vertreterin, du bist Ärztin. Du bist beides, hallo. Okay, setzen Sie sich bitte, erstmal setzen Sie sich, ja? Ich sitze. Name? Ich bin Adi, der Animator. Krankheit? Krankheit. Also Ärzte wie Sie sagen, ich hätte Money. Ich sage, ich habe Energie. Okay. Ich fasse mal zusammen. Also Sie möchten Ani... Sie möchten Animator werden. Für Touristen? Für Touristen? Nein. Für... Patienten? Patienten? Sie haben Patienten? Ich sag Party! Party! Ich bin nicht überzeugt, nein. Nein, das überzeugt mich wirklich nicht. Ja, also um ganz ehrlich zu sein, ich will hier meine Zeit nicht mit Ihnen verschwenden. Mein Flug geht nämlich auch gleich. Ich muss nämlich noch zum Erdogan gehen und zu Putin, das sind meine Freunde und wir wollen zusammen shoppen gehen. Kaufen. Und wo genau hin gehen Sie jetzt? Ja, sorry, ich muss echt los, mein Flug geht. Vorwärts, ich gehe vorwärts. Tschüss! Der nächste, bitte. Name? Schmidt. Schmidt. Krankheit, Herr Schmidt. Schmidt. Bei mir wurde vor 2 Jahren eine Herzinsuffizienz Idee. Festgestellt. Idee? Sie kennen E-Bikes? Sie kennen die Frustration nach einem schlechten Testergebnis? Nein. Die Hoffnungslosigkeit? Ich habe die Lösung. Du pfeifst nur noch aus dem letzten Loch. Doch mit dem E-Ergometer klappt es doch. Hurra. Konfetti. Kurz und bündig. Das bleibt im Ohr. Ja, haben Sie auch noch mehr irgendwelche Ergebnisse? Also, nach meinen letzten Testergebnissen brauche ich gar keine Medikamente mehr. Von 30 auf 80 Watt, von NYHA 4 auf NYHA 2 in nur 20 Minuten. Und schaffen Sie auch ein NYHA 1? Noch nicht. Ich fürchte, dann ist die Idee leider raus. Ist ja ganz nett, aber wissen Sie was? Ich meine, NYHA 2 ist ja auch ganz nett, da können wir Ihr Ramipril streichen. Sie dürfen gehen. Bitte raus. Raus. Ja, raus. Ein bisschen schneller. Nächste. Name? Tom Stiller. Krankheit? Ja, wie soll ich das sagen? Ich bin stumm. Nein. Ja. Aber das ist ja tragisch. Moment.
ist wirklich tragisch. Können sich das gar nicht vorstellen, wie es als Stummer in dieser kommunikativen Welt ist. Das haben Sie schon mal versucht, wenn Sie nicht reden können, jemandem zu sagen, dass sein Schuh offen ist? Ihr Schuh ist übrigens offen. Ja, aber Mensch, Herr Stiller, Sie sind ja großartig, da sehe ich richtig Potenzial bei Ihnen. Sie können ja alles werden. Was würden Sie denn gerne machen? Ich habe mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Ja, dann denken wir doch mal zusammen. Ich denke, Sie sind ein großartiger Zuhörer. Zuhören kann ich echt gut, ja. So als Stummer? Ja. Was halten Sie von einer Sorgenhotline? Sorgenhotline ist super. Eine Sorgenhotline, oder? Ja. Noch besser. Wir suchen gerade hier an der Charité einen neuen Medi-Coach. Medi-Coach, ja. Eine ehrliche Haut, wie Sie sind, mit einem offenen Ohr. Sie sind wie gemacht für den Job. Das finde ich super. Das würde ich wirklich gerne machen. Ja, super, klasse.